Der Turmfalke in seinem Rüttel flog und jupp, ist er weg. Das war sehr schön. Ja. Eine Weichwanze. Ich habe leider keine interessante Information gefunden über sie. Sie ist grün. Sie ist grün und den lateinischen Namen habe ich nicht notiert. Er wäre sowieso unaussprechlich. Genau. Ich weiß nicht, ob sie hier zu wenig überlegt, zu wenig nachgedacht hat, aber sie versucht hier eine Blüte anzustechen, die zu glatt ist. Sie rutscht immer wieder ab, aber sie versucht es und versucht es. Also wir können sagen, es ist eine Weichwanze, die sehr viel Sturheit besitzt. Genau, sie hat die falsche Pflanze erwischt. Sie versucht hineinzustechen, aber das ist zu kompakt. Es gibt keine Ritzen und Lücken. Sie rutscht immer wieder ab. Und sie ist überhaupt nicht lernfähig. Nein, sie gibt nicht auf. Sie ist lernresistent. Ja, zu unserem nächsten Schauspieler. Das ist... ein Schwertlilienrüssler. Mit Ameisen. Ja. Und was für Ameisen wissen wir auch nicht, hä? Nein, keine Ahnung. Dieser kleine Käfer, er ist etwa 4 bis 5 mm groß. Und er wird wirklich traktiert von diesen Ameisen. Ja, also vielleicht können wir ihr einen Namen geben, die freche Ameise. Genau, sehr freche Ameise. Ja. Wir haben das sonst nie gesehen, oder? Dass sie so andere Insekten... Lebende direkt angegriffen haben. Ja, doch, Marienkäfer. Ja. Die greifen sie an. Aber der Rüsselkäfer, das war das erste Mal. Aber er nimmt das ganz gelassen. Ja, er ist gut gepanzert. Ja. Aber schau mal, wie sie an ihrem Bein zerrt. Ja. Unglaublich. Sie wollen den Käfer da weghaben. Also schlimm. Ja, ja. Diese frechen Viecher. Über den Kopf. Aber ich habe keine Blattläuse gesehen dort. Nein, keine Blattläuse, aber da sieht man, es gibt offenbar eine Futterstelle. Unten an der Blüte ist so ein Loch. Die eine Ameise frisst dort irgendetwas. Aha, okay. Und vielleicht denken sie, dass der Rüssler da eine Konkurrenz wäre. Aber der Rüssler ist nicht an diesem Loch interessiert.
Aber vielleicht hat er dort seine Eier abgelegt, weil ich habe gelesen, sie bohren ein Loch in den Stängel und dann legen sie die Eier ab. Ah, und die wollen jetzt seine Eier fressen? Vielleicht. Das sind kleine Mistviecher, oder? Ja, die sind gemein. Ja. Hier sehen wir, das wäre eigentlich sein Ziel. Nektar von den Blüten. He? Ja, er macht beides von den Blüten, aber auch er sticht auch die Stängel an. Er ist auch klein, oder? Ja, eben wie gesagt nur 4 bis 5 mm. Ja. Aber er überwintert, der Käfer. Der Käfer? Ja. So klein wie er ist. Ja. Ja, sie leben fast nur auf diesen Pflanzen. Unser nächster Schauspieler, der Buchfink. Die Dame hier, hä? Ja, das ist die Dame, ja. Ja. Es gibt etwa 1 Million Paare bei uns, also es ist der häufigste Brutvogel in der Schweiz. Noch vor dem Spatz und der Amsel. Aber relativ scheu, also wir hatten Mühe. Ja, und sie sind immer sehr nervös. Ich denke, wir haben nichts mal versucht. Ja. Das ist der Herr Buchfink. Ja, genau. Und die Weibchen, die haben es nicht so gerne kalt und die fliegen ab und zu in den Süden. Und ich habe gelesen, nach dem wissenschaftlichen Namen, wenn der übersetzt wird, heißt es Lediger Fink. Sie sagen, man sieht im Winter viel mehr Männchen bei uns als Weibchen. Ja. Die Weibchen sind vielleicht intelligenter. Kann sein. Da sehen wir noch eine hungrige Zweifleck-Waldrand-Schwebfliege. Wir haben sie nicht so oft gesehen. Nein. Und hier sehen wir 2 ganz große Insekten. Christoph ist am Arbeiten. Sehr konzentriert. Genau. Sehr gewissenhaft, sehr genau. Ja. Ich denke, er sollte zum Mitarbeiter des Jahres ernannt werden und einen saftigen Bonus erhalten. Oh, hast du das noch nicht? Nein. Oh. Der wurde mir bisher verweigert von der Regierung. Und hier sehen wir Elisabeth. Schön am Schatten. Ja, und gemütlich, gemächlich, überhaupt nicht konzentriert. Ganz locker. Also, das gibt Maluspunkte. Okay. Aber es macht und mit Freude, das ist ja, wie kann man Spaß haben an der Arbeit? Oh. Hier ist ein ernsthafter Schauspieler wieder. Ja, eine Wiesen-Erd-Zikade. Man sieht das jetzt wirklich sehr gut, das ist eine Spitzkopf-Zikade. Und diese 2 hier sind erneut nicht bei der Arbeit. Sie behaupten, bei der Paarung müsse man nicht arbeiten. Und die absolute Frechheit, sie tanzen noch dazu. Ja. Das ist so, ich denke, sie verspotten uns. Das kann sein. Vielleicht, weil sie so klein sind, das ist ein Zwergbläuling. Ja. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.